So, und da sind wir bei einer Runde Conquest. Jetzt habe ich schon wieder angefangen hier mit Gameheart LP. Hallo. Ganz genau. Und den Miners. Jetzt sind wir hier auf diesem 007. großen Schiff. Was und stechen jetzt irgendwie in See. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal erklären, was das hier ist, ne? Ja, Conquest. Capture the Flag. Capture the Flag, genau. Also, wir müssen halt zusehen, dass wir hier so viele Stationen wie möglich einnehmen. Jeweils teammäßig, das rote Team und das blaue Team. Welchen Team seid ihr überhaupt? Ich bin blau. Ich bin auch blau geworden. Ich bin der Einzige, der in Rot gekommen ist. Also, das wird jetzt schwer für dich. Ja, ich habe auch schon richtig Angst. Ich schlottere schon. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich überhaupt hin muss hier. Ich muss sagen, das Schiff ist auch sehr cool gemacht. Nolenia, pass auf, hinter dir. Hier. Ja, das Schiff ist ja wohl mal mega geil einfach gebaut. Ja, das ist richtig geil. Ja. Übrigens. Fachwissen, Fachwissen am Start. Ja, oder ich habe einfach den Map-Titel gelesen. Oh, da stand sogar was von Steuerbord hier. Cool. Fall um, okay, Mann. Wir müssen Backbord einnehmen. Ich darf jetzt ja gar nicht sagen, wo ich bin. Nee, das wäre vielleicht nicht die beste Entscheidung, immer so. Also, Assault ist irgendwie doof. Ich nehme auch mal was anderes hier gerade, auch wenn ich jetzt nicht mehr so toll einnehmen konnte. Also hier ist das, wer auch immer hier jetzt gerade auf unserem Kanal schaut, ist das voll lahm gerade. Ich laufe hier nur irgendwie durch die Gegend und finde keinen. Oh, da hinten wird eine rote Base eingenommen, das geht ja gar nicht. Bist du das vielleicht gerade so, der die rote Base einnimmt? Nö. Still und heimlich. Ich nix, ich laufe hier nur rum und weiß nicht, okay, nee, das bist du nicht. Aber jetzt wird sie wieder zu einer blauen. Ah, mit dem Pyro, da ist man so richtig schön langsam einfach. Steuerbord, das nervt ein bisschen. Aber die Feuergranate bringt irgendwie nicht viel. Die Leute brennen so ein bisschen, aber sonst... Echt nicht? Och, das sagst du jetzt. Ich brenne nur so ein bisschen. Ich schleiche hier hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja. Ah, das ist doch nicht. Oh, da ist jemand. Oh! Ja. Ach, ich hab dir gesagt, hinter dir. Ach, ich bin in Ruhe. Ich hab gar nicht dran gedacht, dass man über diese Platte nicht laufen darf. Sniper-Kram, das ist. Was macht ihr denn hier eigentlich drin? Wir müssen übrigens ein bisschen aufpassen, denn blau 120 Tickets, rot 118 Tickets, das sind sozusagen die Leben, die noch übrig bleiben für das ganze Team. Und der zuerst 0 hat, der verliert in dem Fall das Team. Oder nee, der dann die meisten Basen verliert dann einfach. Kann man nicht theoretisch das lassen mit den Basen einnehmen, wenn es eh nur um die Kills geht? Mist, ey, ich bin gerade sehr unsicher, aber irgendwie. Nolenia, ich komm dir mal gerade hier ein bisschen zur Hilfe, vielleicht. Das ist gut. Was nehmen wir denn? Aha, der hat mich runtergekickt. Den nehme ich jetzt. Aber ich bin auch keine große Hilfe, muss ich sagen. Jetzt werdet ihr sehen, was ihr davon habt. Ich bin jetzt Pyro. Oh. Jetzt geht's euch an den Kragen. Im Schleichtempo durch die Gegend. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber dafür werdet ihr brennen. So, kommt jetzt. Jetzt, Leute, lauft zu. Wie heißt das hier? Backbord. Ich bin unterwegs. Nein. Oh, das ist ja echt lahm, ey. Ich bin hier auch. Ich bin erst auf der anderen Seite, ist das Spiel schon vorbei, bestimmt. Blaue Lampe. Ja, da zählt das Rote schon wieder hoch. Das jetzt bin ich auf dem Buch und das geht in die falsche Richtung, okay? Oh, das gibt's doch nicht. So, ich sehe was Rotes. Wisst ihr, was alles Scout sein soll? Oh, Scout ist ein Renner. Der volle Renner hier, die Klasse. Ja, das Rennen ist gut. Ja, oh, also schnell hier durch. Aber ich habe nur ein relativ schlechtes Steinschwert, glaube ich. Verzaubert, aber... Ah, ein Beil. Einfach mal an allen vorbei hier. Ein Beil. Nein, ich brenne. Wie kann das sein? Das ist nicht okay. Oh mein Gott. Da wollte ich ja mit dem Kran... Was? Wieso komme ich da nicht hoch? Ich bin vom Schiff runtergefallen. Ja, was bin ich gerade auch schon. Wen's interessiert, das Schiff ist von unten rot. Also... das wollte ich schon immer wissen. Okay. Jetzt wissen wir, wie die Bismarck wirklich ist, ne? Oh Gott. Rot. Aber diese Rennklasse ist wirklich der Renner, also... Ja, geil, ne? So. Mensch, ich bin ja im roten Team, ne? Ja, ich sehe dich direkt vor meiner Nase hier und bin auf Verfolgungsjagd. Oh, Granate geworfen. Gar nicht gut. Mist. Da brennt ihr. Nein, ey. Verdammt. Oh, ich möchte mal ins Schiff, weil im Schiff gibt es auch so eine Säule, die man vielleicht mal einnehmen sollte. Das ist viel zu überbewertet. Ja, halt mit dem Einnehmen, ne? Ich sag ja, das bringt im Grunde doch nichts, wenn es eh nur um die Tickets geht. Und da ist Blau gerade ganz, hat Blau die Nase vorn bei den Tickets. Ja, das ist, wird sich jetzt gleich ändern. Jetzt kommt nämlich die Gegenattacke von Malkondo hier. Jetzt kommt Malkondo, ja. Er wird euch jetzt zeigen, wo es lang geht. Oh Gott, ich bin über so eine Tretmine gerannt. Ah, da ist man sofort weg, ne? Ja.
Nicht nice. Schön so, persönlich. Da gab es ja diese australische Werbeanzeige, habt ihr bestimmt auch gehört, ne? Am Strand, ne? Am richtig Strand, schön ja. Mit den Strandminen. Hm? Also das war, naja, ich weiß nicht, was ich von der Kampagne halten soll. Ach, gegen die Schulschwänze. Na, oh, ich bin in... Mh, und jetzt stehe ich genau auf. Hier auf dem Dunst von dem Schiff, sozusagen, ja, auf dem... Wie heißt denn das? Da, Dampf? Wo der Dampf rauskommt. Dampf? Schornstein? Schornstein, ja. Da yeah. Kann man auch Schornstein auf dem Schiff nennen? Ja, ich glaube schon, ne? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, Sonic Box, du bist in der Luft gestorben. Du wurdest so richtig gejagt, bist in der Luft gestorben. Also ich... Oh, nee. Du schwebst es zum Himmel hinauf. Schwobst was auch immer. Es. Wie ein Engel. Schwobst es. Bist geschwobst. Haha, weg bist du hier. Hat die Granate gewirkt? Ich hoffe mal. Nee, hat sie nicht. Man muss ja aber extrem lange laufen, dass man irgendwie zum Ziel kommt. Weißt du was? Ich wähle jetzt wieder mal einen Tank. Nee, Tank. Wieso? Ich laufe da einfach seelenruhig entlang und schon explodiere ich einfach. Ach, mies. Den muss ich doch kriegen da. Aber guck mal, Rot ist wirklich hier richtig unterlegen. In der Runde, in der wir mal getestet haben, da wurde es richtig knapp und hat sich am Ende nochmal umgedreht zu unserem Ganzen. Ganz, ganz knapp war das. Mhm. So. Und jetzt Rot 29 und Blau 52, okay? Aber ich sehe gerade keine Feinde einfach. Ich auch nicht. Alles friedlich hier. Die Bismarck ist geräumt von der roten Invasion hier irgendwie. So. Rote Invasion, oh. Ich rede jetzt... scheiße. Ja ich habe auch gerade... Entschuldigung, also ich meine jetzt natürlich keinen geschichtlichen Hintergrund damit. Ich habe auch gerade in der Schule einen Vortrag drüber gehalten. So, Mensch. Die ganzen Blauen hier müssen doch mal... So. Die Roten, guck mal, nur noch 3 von denen nach 12. Du Granatenwerfer, das ist nicht okay. Persönlich verstörend. Vorsicht vor den Minenpunkt. Ich bin vom Schiff katapultiert worden. Nein. Nur 4 Rote, nur noch 2 Rote. Und 2 Rote, okay, jetzt wird's richtig. Oh, verdammt. Mit 33 Tickets und das Feuerwerk ist laut. Verdammt sehr laut. Oh, Hilfe. Ich erhalte 100 Punkte für den Sieg. Freut mich. Und nun ist die große Frage, machen wir noch eine Runde? Oder war es das schon an dieser Stelle? Ich würde sagen, das war's, oder? Das war's dann. Dann war's das wohl. Mit dieser Runde von Conquest. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und danke auch für Gameheart LP, dass ihr mit dabei wart. Waren wir gerne. Lieb. Und dann verabschieden wir uns soweit. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Kommentare. Haben wir letztes Mal gar nicht gesagt. Wie ihr das so fandet, denn Conquest haben wir schon ganz, ganz lange nicht mehr gespielt. Aber dann nicht noch lange rumreden. Erstmal Tschüss sagen. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao mit V.